Einen wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen Dank für die schöne Begrüßung bei Kitchen Talk Nummer 40 im Herzen der Altstadt, hier in der Kulturküche. Und ich freue mich auf unsere Gäste. Wir haben nicht viel Zeit, denn sie haben viel zu erzählen. Aber zuerst muss der Mann auf die Bühne, der eigentlich der wichtigste ist in den bisherigen 39 Kitchen Talks. Ich freue mich auf den Taimi. Da ist er. Was für eine Begrüßung. Christoph. Vielen Dank, vielen Dank. Walte deines Amtes, was machst du heute? Zeit nehmen, nein. Also mit und ohne Videobeweis, wir werden heute extremst darauf achten, dass wir nicht länger als 64 Minuten 49 Sekunden debattieren, reden, witzeln, Spaß machen. Waren doch einige Leute, die noch nicht da waren. Ich werde zwischendurch immer mal die Zeit anzeigen, damit ihr wisst, wie lange ihr noch durchhalten müsst oder dürft, wie lange Totti noch reden darf, wie lange er die Gäste noch belästigt. Ansonsten ist viel gesagt worden. Du wolltest netter zu mir sein, ne? Nein, ich eigentlich auch. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Doch. Nimm die Uhr, die Zeit, setz dich hin, halt die Klappe. Nein. Achso, wir machen irgendwann zwischendurch eine kleine Werbepause. Da komme ich rum mit einem Zylinder, mit einem riesengroßen Zylinder. Ich hoffe, ihr habt euch viele Fragen ausgedacht. Und sammelt Geld ein, habe ich gedacht. Kommt. Das kommt danach. Je nach Qualität der Fragen. Nee, fragt unsere Gäste, was ihr wollt. Die lese ich dann vor. Wenn ich irgendwas nicht lesen kann, komme ich auch zu euch. Und fragt uns einfach Löcher in den Bauch. Von mir aus können wir loslegen. Bist du soweit? Ich bin soweit. Wie sieht's mit aus? Seid ihr bereit? Ja! Dann freuen wir uns jetzt auf die Co-Trainer von Borussia Mönchengladbach, auf Frank Geilig! Und Dirk Winter. Herzlich willkommen. Nehmt Platz, schön, dass ihr da seid. Die 64 Minuten 49 Sekunden werden schneller umgehen, als uns lieb ist. Deswegen starten wir sofort mit dem halbwahren Lebenslauf, den ich für euch so ein bisschen zusammengelogen habe aus dem Internet. Dirk, ich würde dich bitten, deinen halbwahren Lebenslauf einfach mal selbst vorzulesen. Guten Abend erstmal zusammen und herzlich willkommen. Nö, passt alles. Ist ja gut zu verstehen, ja, ne? Der halbwahre Lebenslauf von Dirk Bremser. Am 1. Oktober 1965 wurde ich in Bochum mit langem O geboren. Also Bochum. Nicht Bochum. Stimmt. Hier startete ich nach meiner Schulzeit auch meine Fußballkarriere beim VfL. Ich blieb erstmal dem Fußballwesten treu und spielte unter anderem für Münster, Duisburg, Aachen und Uerdingen, als dieser Verein noch nicht KFC, sondern Bayer hieß. Das ist ein Fehler. War schon KFC? Nein, bei Alemannia Aachen habe ich nicht gespielt. Ach so. Recherchieren, ne? Ich sage ja, halb wahr, halb gelogen. Da komme ich aus der Nummer immer wieder raus. Genau, stimmt. Danach zog es mich in den Norden bzw. Nordosten zu Hertha BSC Berlin, den VfB Lübeck und Holstein Kiel. In Lübeck musste ich als Spieler nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben, denn man bot mir dort nach meiner aktiven Zeit den Co-Trainerposten an, den ich dann auch nicht nur wegen des leckeren Marzipans dort annahm. Stimmt. Seitdem bin ich hauptsächlich an der Seite von Dieter Hecking in diesem Job tätig, habe zwischendurch aber auch als hauptverantwortlicher Trainer gearbeitet. Ob das für mich vielleicht nochmal in Frage kommt und ob ich die Currywurst von Dönninghaus aus Bochum vermisse, verrate ich vielleicht heute im Kitchen Talk. Ich hoffe doch. Dirk Bremser bei uns. Ja, das mit dem Aachen, ich wollte mal gucken, ob du auch selbst aufpasst. Frank, auch vor dir liegt ein Blatt, da mal gucken, wie viele Fehler da drin sind. Fake News, Mikro genau vor die Schnüss und dann geht's los. Geboren wurde ich am 2. April 1967 in Bielefeld. Das heißt, ich bin der lebende Beweis dafür, dass es Bielefeld doch gibt. Ja. Du bist jünger als ich. Ich blieb dem Verein fast 40 Jahre. Ja, nicht ganz. Nee, nicht ganz, aber fast. Oder umgerechnet 400 Pressschläge, ja, als Spieler, Trainer und Spielertrainer treu. Wobei ich dazu sagen muss, die Pressschläge habe ich als Spieler gemacht, nicht als Trainer. Aber ja, ich 2011 zu Borussia nach Mönchengladbach kam. Beim VfL arbeite ich als Co-Trainer und helfe im Trainingsspiel hin und wieder als Spieler aus. Und deswegen der vielen Verletzten ab und zu personell mal eng wird. Jein, mittlerweile ist mein Knie kaputt, das geht leider nicht mehr, aber ich bin dir ganz bezeugen mit dem Sieg abgetreten in der Vorbereitung. Ein Pressschlag zu viel. Ich glaube, du hattest gar keine Niederlage.
in den Trainingsspielen, oder? Ja, wenig. Ja. Ich habe immer die anderen für mich laufen lassen. Das geht allerdings nur, weil ich mich immer noch ständig fit halte. Für welche Liga es eventuell als aktiver Spieler noch reichen würde, verrate ich vielleicht heute hier im Kitchen Talk, beziehungsweise das habe ich schon verraten. Frank Eideck bei uns. Wunderbar. Ja, dann gehen wir sofort rein in die Sachen, die da drin stehen, beziehungsweise vielleicht auch so halb gelogen sind. Lübecker Marzipan, da hast du gesagt, ja, stimmt. Hast du dir deine Stationen immer ausgesucht nach irgendwelchen kulinarischen Spezialitäten? Aachener Printen, Lübecker Marzipan, Gladbacher Knöp oder so? Die Currywurst bei Dönning aus dem Bochum, ja. Da hätte ich eigentlich immer bleiben müssen. Die vermisst du schon. Stimmt, ja, absolut. Hast du die eigentlich schon mal gegessen? Nee, noch nie. Ich kenne die nur aus Erzählungen. Das muss die leckerste Currywurst der Welt sein, angeblich. Und ich bin Currywurst. Das ist sie. Ich bin dann irgendwann nach Hertha BSC gewechselt. Da schwärmt man ja auch von der Currywurst. Aber ich kann sagen, die aus Bochum, da kommt keine ran. Du hast auch als hauptamtlicher Trainer gearbeitet. Ansonsten warst du aber sehr viel mit Dieter Hecking unterwegs. Hat dir das Hauptamtliche nicht gefallen oder warum bist du den Weg eingeschlagen? Ja, erstmal sehe ich mich zu 100% als Co-Trainer. In der Rolle fühle ich mich wohl. Da kann ich alles einbringen. Das liegt mir am Herzen und das ist eigentlich einfach die Position, die ich gerne bekleide, weil als Co-Trainer, ja, ich lache halt gerne, ja, und ich natürlich habe ich das Glück gehabt, mein Hobby zum Beruf zu machen, erst als Spieler, dann auch als Trainer natürlich, aber ich möchte nicht unbedingt in erster Reihe stehen, sondern möchte auch mal Spaß mit den Spielern machen, ja, möchte das Vertrauen der Spieler auch haben und der Position kann ich mich einfach voll einbringen und da gehe ich voll auf. Hauptverantwortlicher Trainer war ich damals in Lübeck, als Übergangszeit, als der damalige Cheftrainer den Verein im November gewechselt hat. Da habe ich 5 Monate, war ich da Cheftrainer ohne Co-Trainer. Und da war aber schon nach 3 Spielen, oder war von Anfang an klar, dass wir einen neuen Chef dazu holen, der gut zu mir passt, zum Verein VfB Lübeck passt. Und so sind Dieter und ich zusammengekommen. Ich habe den Vereinsverantwortlichen Dieter vorgeschlagen, obwohl ich ihn damals nur als Gegenspieler kannte und als Trainer der anderen Mannschaft vom SC Verl, aber privat noch gar nicht. Aber ich dachte, auch ein junger Trainer, auch eventuell die gleiche Philosophie, wie man Fußball spielen möchte. Das ist in den Gesprächen dann auch wirklich so gewesen. Die Verantwortlichen hatten sich dann zwischen Weihnachten und Neujahr mit ihm getroffen, ich dann Anfang des Jahres. Und letztendlich war schon im Januar dann klar, dass er zur neuen Saison dann dazukommt, ich wieder die Rolle als Co-Trainer einnehmen werde. Letztendlich ist es dann der Ende März geworden und wir arbeiten seit jetzt im März 17 Jahren zusammen. Sehr gut zusammen. Frank, bei dir war es ähnlich. Du warst auch mal hauptamtlicher Trainer und ich habe bei der Recherche gelesen, da hast du mal gesagt, ich hätte das durchziehen müssen, ich habe den Sprung auf den Posten des Cheftrainers nicht mit letzter Konsequenz gemacht. Das war ein Fehler, ich hätte mir das Türchen beim Misserfolg zurück auf die Position des Co-Trainers gehen zu können, nicht erst offen halten dürfen. Siehst du das heute noch genauso? Ja, kann ich eigentlich nicht mehr zu sagen. Das, um das im Detail jetzt auszuarbeiten, das ist eigentlich auch nicht wichtig, das würde auch zu lange dauern. An der Stelle, wo man die Fehler bei sich selber suchen muss, ist das richtig. Ja, ich war in Bielefeld Trainer, in der ersten Liga zur Winterpause. Es war einfach eigentlich geplant, das am Ende der Saison zu machen, also mit dem Wechsel, das ich im Sommer übernehme. Wir sind dann nicht gut in die Winterpause gestartet, haben in Bayern verloren. Okay, das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, wenn man in Bielefeld spielt, aber das war insgesamt so eine Talfahrt und daraufhin hatten sich die Verantwortlichen entschlossen, den damaligen Cheftrainer zu entlassen. Und dann stand ich in der Situation, dass ich das sofort übernehmen musste. Und nochmal, wenn ich die Sachen, die ich nur bei mir suchen kann, ist, dass ich es nicht in letzter Konsequenz gemacht habe. Das war richtig. Ich hätte mir dieses Hintertürchen offen gehalten, wie du richtig gesagt hast, wieder zurück auf den Job des Co-Trainers zu machen. Und dann trifft man die ein oder andere Entscheidung nicht entschlossen genug. Und deswegen war das dann nach 4 Wochen auch kein Thema mehr. Das ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Also mit Co-Trainern und Trainern. Du hast, glaube ich, auch mal in Hannover bei Bergmann assistiert. Hast aber ein sehr gutes Verhältnis zu Dieter Hecking. War er dir dann böse? Habt ihr darüber eigentlich dann gesprochen? Spricht man dann mit seinem Trainingspartner darüber? Nein, das sind unterschiedliche Situationen. Als wir bei Alemannia Aachen waren, dann sind wir von Aachen nach Hannover gewechselt. Da bin ich aber auch die erste Zeit noch in Aachen geblieben, weil Jörg Schmadtke auch gerne mit mir weitergemacht hätte. Aber ich habe mich sofort
mehr oder weniger geoutet, dass ich den Weg mit Dieter gerne weitergehen würde. Habe aber dann noch interimsmäßig in Aachen das Pokalspiel damals beim Chemnitzer FC gemacht. Und in Hannover war es halt so, dass Dieter dann zurückgetreten ist und auch da Jörg Schmadtke wieder Sportdirektor war. Und dann Andreas Bergmann mit mir zusammen, weil ich mich mit Andreas Bergmann auch sehr gut verstanden habe, der war damals der U23-Trainer, haben wir das weitergemacht. Ich hatte Vertrag auch und das war alles auch mit Dieter abgestimmt. Ja, denn wenn der Weg dann weiter von Dieter war, dann war auch Hannover 96 klar, dass Bremser irgendwann Hecking folgen wird wieder. Aber ich habe das dann völlig loyal und auch aus voller Überzeugung weitergemacht. Und wir hatten da natürlich auch sehr schwere Zeiten dann mit dem Freitod von Robert Enke. Und das hat mich auch für die weitere Trainerkarriere schon geprägt. Aber das war eine Zeit, wo ich dann nicht mit Dieter direkt zusammengearbeitet habe. Wie schwierig ist so eine Situation, die du gerade ansprichst, wenn man da im Verein dabei ist? Das ist mit Worten sehr schwer zu umschreiben. Auch in der Kürze der Zeit jetzt hier, das kann man sich nicht vorstellen, was da mit einer Mannschaft, was war mit den Menschen passiert, weil ja, das ist letztendlich doch völlig überraschend gewesen und was da alles reinspielt, das ist mit Worten nicht zu beschreiben. Also mich hat es, wie gesagt, schon geprägt für mein weiteres Leben und habe natürlich da auch Erfahrung mitgenommen in allen Bereichen und war da natürlich gefordert, mit den Vereinsverantwortlichen, den Spielern Hilfe zu geben, sie zu unterstützen. Und ich glaube, im Nachhinein, wenn man die Spieler heute noch trifft, und das ist eigentlich das größte Lob, was ich immer bekomme, wenn Spieler, die in anderen Vereinen sind, mit denen wir zusammengearbeitet haben, einen immer noch anrufen und auch mal nach Rat fragen. Und gerade in der Phase, wenn da die Spieler sich immer noch melden und dann auch sagen, ja, das war eine sehr, sehr schwere Zeit, aber ihr habt uns sehr geholfen. Das ist eigentlich das größte Lob, was man bekommen kann in dem Moment. Aber die Sache an sich oder die Situation an sich war schon sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, der ganze Verein, der hat da wirklich bestimmt ein Jahr mit zu tun gehabt. Das hat man ja auch sportlich dann gesehen. Und ja, es war eine sehr bittere Sache, weil ein Mannschaftskollege von dir, wirklich ein sehr, sehr guter Freund, ist dann von uns gegangen. Und das muss man erstmal verarbeiten. Dann hat man natürlich unterschiedliche Spieler von den Charakteren, von den Religionen, unterschiedliche Nationalitäten. Und jeder geht damit anders um, mit Trauer. Und das war schon nicht einfach. Wie sehr relativiert sich das dann? Oder anders gefragt, Frank, für dich auch, wie wichtig ist Fußball in deinem Leben? Welchen Stellenwert hat Fußball? Ja, das ist wirklich eine schwere Frage, weil jetzt irgendwo so prozentual was zu antworten, kann ich nicht sagen. Es ist, also Sport begleitet mich mein ganzes Leben. Ich habe, wie es hier ja schon eben drin stand, ich bin sehr früh in einen Verein eingetreten. Wir haben alle wahrscheinlich früher, Dirk auch oder auch viele, die hier sitzen, früher Fußball gespielt, in der Pause, nach der Schule sofort raus Fußball gespielt. Ich hab Sport studiert. Ich habe auch nebenher noch eine Zeit lang in einem ambulanten Reha-Zentrum gearbeitet, in der Sporttherapie. Sport hat mich mein ganzes Leben begleitet und deswegen ist Sport ein Riesenthema für mich. Einfach, also es gehört einfach dazu, wie Zähneputzen und Fußball. Ich will nicht sagen, ist die einzige Sportart, die mich interessiert. Ich gucke schon ein bisschen nach links, rechts, aber Fußball ist das, was mich interessiert, was Sport angeht. Und deswegen tut es mir ein bisschen weh, dass ich habe mit 27 selber aufgehört zu spielen, weil ich in diesen Co-Trainer-Bereich reingerutscht bin. Ich habe jetzt vor einem halben Jahr aufgehört, dass ich noch auf dem Platz spielen kann. Dieser Aspekt des Fußballs ist sehr wichtig, wo es ein bisschen Freizeit, wo es um Spaß geht. Aber wenn es ein Job ist, dann ist es schon so, dass es natürlich auch ins Privatleben mit reinkommt. Das ist keine Frage. Die Woche wird davon dominiert, ob man gewonnen oder verloren hat. Klar, überall, wo man hinkommt, das ist das eine. Aber da kann ich persönlich ganz gut mit umgehen, weil es freut mich, wenn Leute Interesse daran haben. Und wenn man die positiven Emotionen mitnehmen will von den Leuten, dann muss man auch die negativen aushalten, wenn es mal nicht so gut läuft. Aber man ist natürlich selber vom Kopf her drin, auch wenn man irgendwo, ich wohne hier in Gladbach, meine Familie ist in Bielefeld und natürlich auch so sehr viel Zeit, über die Sachen nachzudenken und man ist eigentlich fast immer da drin. Und wenn man, das ist natürlich das Schöne jetzt auf der anderen Ebene wieder, wenn man irgendwo Probleme hat, in welchem Bereich, in dem Moment, wo man auf dem Fußballplatz steht, entweder als Trainer oder auch spielt, ist es weg.
Also da ist man da drin, da denkt man nicht drüber nach, egal was ist. Also es können Unglücke passiert sein, es können einen Sachen wirklich runterziehen, aber in dem Moment, wo du auf dem Trainingsplatz stehst, als Spieler sowieso, aber auch als Trainer, bist du da drin und alles andere ist ausgeblendet und das ist auch wieder schön. Aber du lachst gerade so, weil das die Erfahrungen sind, die du auch kennst. Du nimmst eine Niederlage mit, du nimmst einen Sieg mit die ganze Woche. Hat euch das dann vielleicht auch nach dieser Zeit mit Robert Enke, da wurde ja gesagt, ja, vielleicht muss man das alles relativieren und nicht immer draufhauen, wenn es Niederlagen gibt. Aber ich sag mal, so ein halbes Jahr später war das ja auch, was Medien betrifft, schon wieder vergessen. Erschreckt euch das manchmal? Ja, das kann man schon so sagen. Also das meine ich auch mit den Erfahrungen, die man da gesammelt hat. Dann haben sich natürlich viele Leute zu Wort gemeldet und haben gesagt, ja, man darf vielleicht nicht so kritisch mit umgehen. Die Noten, die wir in verschiedenen Medien bekommen, sollte man nicht so drastisch machen. Das ist alles Quatsch gewesen in meinen Augen. Ja? Weil das ist so, wir stehen in der Öffentlichkeit, ne? Die Leute bewerten unsere Leistung am Wochenende und das wird sich nie ändern. Das wird sich nie ändern. Und deswegen, was Frank gesagt hat, kann ich nur unterstützen natürlich. Nichts ersetzt Siege, sagen wir. Und da ist es einfach so, dass man sich insgesamt wohler fühlt, ne? Wenn man gewinnt. Sind denn die Reaktionen, ihr seid jetzt beide ja ewige Zeiten dabei, sind die Reaktionen schlimmer geworden? Also auch jetzt mit den ganzen sozialen Medien, dass ihr bei Niederlagen schlimmer beschimpft werdet als vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren noch? Oder merkt ihr da keinen Unterschied? Ich meine, ihr könnt nach Niederlagen, könnt ihr noch durch Gladbach laufen oder werdet ihr, ich sag jetzt mal, nicht beschimpft, aber ich sag mal, kommen euch ganz viele negative Reaktionen entgegen? Ja, ich hat sich schon geändert, das muss man sagen. Besser gefühlt, wenn du gewonnen hast, war schon immer so, das hat sich nicht geändert. Man lernt nur anders damit umzugehen. Aber durch die Medien, hast du angesprochen, ist es natürlich so, dass jeder das Recht hat, sich zu äußern. Früher war es halt im Stadion. Ne? Die Leute gehen im Stadion, um Siege zu sehen, sich zu freuen, sich zu ärgern, ihre Emotionen loszuwerden. Was sie unter der Woche im Alltag haben, können sie im Stadion rauslassen, zu Recht auch. Und das ist mal positiv, das ist negativ. Ich habe früher gerne gespielt, Hauptsache war was los im Stadion. Das Stadion ist voll und da war Stimmung. Ob die gegen mich war, besser für mich, ob die gegen mich war, Hauptsache, da war Stimmung. Das hat mich angemacht. Ja, und jetzt ist so, dass schon durch die ganzen Möglichkeiten, die man heute hat, sich zu äußern, seine freie Meinung zu äußern und natürlich auch Kritik zu äußern, dann ist das alles gläsern und öffentlich und da ist die Kritik natürlich schon größer. Und letztendlich wird man dadurch auch, klar, früher hat man nicht, vielleicht nicht permanent in der Stadt, der kann. Ich glaube, heute hier in Gladbach, vielleicht uns beide nicht unbedingt, aber sonst die Spieler werden natürlich erkannt. Ne, und das ist der Preis, den man letztendlich auch zahlt. Ja, wir haben einen Traumjob, das habe ich gerade gesagt. Das ist das, was ich immer wollte. Aber für die Spieler ist es schon manchmal dann auch anstrengend, ne, wenn sie dann auch mal sich mit Kritik auseinandersetzen müssen. Aber auch das gehört zu dem Job dazu. Aber Stichwort soziale Medien, das ist ja auch ein bisschen anders geworden. Also die Spieler haben halt auch ihr Handy. Seid ihr froh, dass ihr jetzt Trainer seid und früher Spieler wart? Oder ist es eigentlich wurscht? Werdet ihr lieber heute Spieler? Ja, heute gibt es mehr Geld. Ne? Aber bei mir persönlich ist es so, dass ich da nicht so, mit dem, was der Dirk eben gesagt hat, ich habe da nicht so die ganz großen Probleme mit, weil A, auch schon als Spieler, aber auch ich, als Typ, ich diene nicht so sehr als Projektionsfläche für Fans. Also es passiert mir relativ selten, dass mich jemand freudig in den Arm nimmt, wenn wir gewonnen haben. Aber ich werde auch selten angeflockt, weil also bei mir ist es so, wenn ich normal gucke, gucke ich etwas abweisend oder ein bisschen grimmig oder böse. Ja, das wurde meiner 12-jährigen Tochter auch schon vorgeworfen. Die guckt genauso wie ich. Du guckst genau wie dein Vater. Also ich bin da nicht so Projektionsfläche. Und zu den sozialen Medien, ich bin Jahrgang 67. Ich war noch nie auf Facebook. Ich habe kein Instagram. Ich bin nicht in den sozialen Medien unterwegs. Null, es interessiert mich nicht. Ich habe kein Interesse daran, mein Essen zu posten oder sonst irgendwas zu machen. Und ich möchte auch nicht von irgendjemandem gefunden werden. Oder ist mir egal. Also ich bin da nicht aktiv. Null. Was ich aber glaube, also es ist hat einen riesen Wechsel gegeben zu früher durch die sozialen Medien. Und für die Spieler ist es wirklich, wirklich hart. Also das ist, die müssen wirklich Sachen aushalten, die extrem sind. Ich möchte gar nicht darüber urteilen, über die Medien, weil es ist auch nicht mehr,
nicht mehr zurückzufahren. Es ist so und es wird so bleiben, es wird sich auch weiterentwickeln, in welche Richtung auch immer. Also wir haben wirklich viel auszuhalten, was Beschimpfungen angeht. Es hat sich meiner Ansicht nach, wie du sagst, wir sind schon beide sehr lange dabei, es hat sich meiner Ansicht nach eine Änderung ergeben in dem Moment, wo Foto-Handys auf dem Markt sind. Das ist noch nicht so lange, ich glaube das iPhone in Deutschland 2007. Und genau. Da hat wirklich einen Einschnitt gegeben seitdem, weil die Spieler seitdem permanent unter Beobachtung stehen. Wenn man irgendwo, egal was sie machen, sie werden dabei beobachtet und es wird auch dokumentiert und es wird dann auch der Presse weitergeleitet. Ich kann es jetzt aus Bielefeld sagen, ich komme dann irgendwann sonntags dahin. Arminia, also als ich nicht mehr da war, das war jetzt vor 2-3 Jahren, Arminia hatte verloren am Wochenende gegen 1860 oder so, ich weiß es nicht mehr. Und dann hat ein Journalist, ich trinke einen Kaffee, spricht mich so an und die sind dann zurückgeflogen und ein paar Spieler waren abends auf der Party und er hatte sofort die Bilder von der Party auf seinem Handy, um dann natürlich, wenn es anliegt, die auch rauszuholen. Ja, das ist normal, das weiß jeder. Aber das ist schwer für die Spieler. Ich sage nicht, das muss nicht so sein oder sag irgendwas. Es ist einfach schwer für die Spieler. Da hätten wir geile Fotos gekriegt, als der Effenberg hier noch spielte, ne? Wenn der von Handys. Ja, natürlich. Das ist immer so ein Thema mit, die Spieler müssen noch Ecken und Kanten haben. Nein, es geht nicht. Die Spieler können keine Ecken und Kanten mehr haben. Und das wird auch immer weniger werden, weil die ruckzuck abgeschliffen werden. Und die andere Sache ist natürlich auch, es gibt. Ich weiß nicht, wie viele Kinder Fußball spielen und die sich letztendlich durchsetzen bis ganz nach oben, bis in die Bundesliga, die müssen diesen Druck auch aushalten. Ich bin manchmal wirklich, wenn ich mit 18-, 19-Jährigen spreche und ich höre oder sehe, was sie da auf ihren Account stehen haben, dann denke ich, meine Güte, wie hält der das aus? Der kleine Junge, in Anführungsprechen, oder dieser junge Mann, der nicht so viel, wie hält der das aus? Aber klar, die sind damit groß geworden und um sich durchzusetzen, ist das auch ein Anforderungsprofil, diesem Druck standzuhalten. Und da sind wir jetzt wieder am Anfang, dafür verdienen sie auch so viel Geld. Und das möchte ich auch gerade noch zu Dirk sagen, oder nicht zu Dirk, sondern zu dem Thema mit dem Robert Enke vorher. Ich habe so ein klein bisschen eine andere Meinung. Es ist schlimmer geworden und es gibt auch Grenzen, aber ich glaube, ist meine persönliche Meinung, aus Hobbypsychologe oder was auch immer, dass es nichts damit zu tun hat, weil es gibt in jedem Beruf Menschen, die in den Suizid oder in den Freitod gehen und der Druck ist in vielen Berufen groß. Ja, der Druck ist im Fußball groß durch die Öffentlichkeit, aber es gibt ganz viele Berufe, egal was ich bin, ob ich ein Unternehmen habe, ob ich ein Handwerker bin, ob ich ein Friseur bin oder an der Supermarktkasse oder was ich auch immer mache. Oder der Druck ist in vielen Bereichen groß. Ja, und ich glaube, das ist meine Meinung, ohne dass ich tatsächlich die Hintergründe kenne, dass bei dem Robert Enke wahrscheinlich sehr viel zusammengekommen ist, aber dass jetzt auf den Fußball, wie es dann ja manchmal so vereinfacht wird, den Fußball abzuheben und zu sagen, der Druck ist so groß, da bringen sich die Leute deswegen um, das glaube ich, das ist mir zu eindimensional. Ja, habe ich auch nicht gesagt. Also das ist, das war auch nicht so. Bei Robert Enke war es letztendlich eine Krankheit und da stimme ich Frank völlig zu. Das sind in anderen Jobs auch, dass man da Druck hat. Ich habe nur gesagt, das wird sich nie ändern, ne, dass die Spieler bewertet werden. Wir haben es gerade jetzt ausführlich besprochen, auch mit den sozialen Medien. Ne, da hat man schon einen Druck, da ist man in der Öffentlichkeit. Und dann liegt es an jedem Einzelnen, natürlich mit Hilfe seines Umfeldes, an den Dingen zu arbeiten, die Dinge anzunehmen und sich natürlich auch irgendwo von diesem Druck, wenn man das als Druck bezeichnen möchte, sich davon zu befreien und damit umgehen zu können. Ja, das liegt an jedem, sich dann irgendwo auch Hilfe zu holen und natürlich auch vom Kopf her dran zu arbeiten, ne, dass ich nicht in solche Situationen komme, dass sie mich total runterziehen. Ja, und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte nur gerade noch zu sagen, dass ich nicht das meinte, was du gerade gesagt hast, sondern wie es dann medial so ein bisschen verarbeitet wurde. Das ging ja medial sehr stark in die Richtung. Ja. Absolut. Kommen denn manchmal Spieler mit privaten Problemen zu euch? Oder eben mit Instagram, Facebook, Twitter-Accounts und zeigen euch, was da gepostet wird teilweise mit vielleicht einer Hilfestellung, die ihr als Erfahrene oder eben auch als Co-Trainer geben könnt? Oder machen die das eher mit anderen aus, die Spieler? Also ich kann nur für mich sprechen, auch da bin ich nicht so die Projektionsfläche, dass da jemand mit diesem Problem auf mich zukommt. Ich glaube aber auch, dass die Spieler das relativ wenig machen, sondern es wird mehr so scherzhaft verpackt, wo man dann natürlich, wenn man genau hinhört, weiß, was dahinter steht, also es wird mehr so ein bisschen auf die Spaßebene gehoben, weil, und das ist einfach so, es ist relativ schwer, im Fußball Schwäche zu zeigen. Ja, so manche zu sagen, oh, ich habe ein Problem und dann macht mir was aus, da zeige ich Schwäche, da öffne ich irgendwo eine Flanke und das macht man nicht. Macht man nicht. Es ist kompliziert, weil da sind wir natürlich wieder beim Thema Druck. Ja, da sind wir wieder beim Thema Druck. Das ist dann Konkurrenzkampf. Ja.
Das passiert eher selten. Dass Schwäche dann sofort auch ausgenutzt wird, nicht nur vom Gegner? Nein, ausgenutzt ist das falsche Wort. Das hieße, dass das so eine negative Charaktereigenschaft. Wir haben gute Jungs oder im Fußball sind ganz normale Menschen unterwegs, aber es ist so, man schwächt sich selber ein bisschen. Man hat vielleicht ein bisschen Angst man hat mehr Angst vor den Reaktionen als vielleicht vor dem, was tatsächlich kommt. Wir machen ja viele, die nicht Fußballer sind, im privaten Leben auch nicht. Direkt seine Schwäche zu offenbaren, dann hält man vielleicht auch lieber damit zurück. Wann kam bei euch eigentlich die Entscheidung, ich möchte Trainer werden und nicht mehr Spieler? Wann und wie? Bei mir im Laufe der Karriere, muss ich sagen, als ich gespielt habe. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen so wie in der Kindererziehung. Ja? Ich versuche oder mit meiner Frau meinen Kindern Dinge mitzugeben, die mir vielleicht früher etwas gefehlt haben. Ja, ich habe eine sehr gute Erziehung genossen, denke ich zumindest. Und das versuche ich natürlich auch an meine Kinder weiterzugeben. Und im Fußball war es dann so, wie ich mich gerne vom Trainer behandelt hätte wollen, also wie der Trainer zu mir ist, das wollte ich dann irgendwann halt weitergeben, meine ganze Erfahrung. Und weil das, wie gesagt, mein Leben ist, das wollte ich immer machen. Ich wollte immer, wie gesagt, Profi werden, habe mir diesen Traum erfüllen können. Und dann wollte ich das halt dann weitergeben hinterher als Trainer. Wie gesagt, aber als Co-Trainer, und das hattest du gerade gefragt, schon auch, weil für mich halt im Leben an sich das Zwischenmenschliche das Wichtigste ist. Ja, ob es im Job ist, privat sowieso, aber im Job auch. Und ich finde, dass das die Basis ist, um auch nachhaltig Erfolg zu haben. Das ist auch meiner Meinung nach, egal, ob man in der ersten, zweiten, dritten oder vierten Liga arbeitet, für mich ist das Wichtigste, wie geht man miteinander um? Wie empathisch ist man? Wie geht man mit dem Gegenüber um? Und sind für mich die Hauptpunkte, um erfolgreich zu sein. Du hast auch eben gesagt, du bist jemand, der gerne lacht. Wir hatten mal eine Chefin damals, lang ist es her, bei Radio 90.1 hier in Mönchengladbach, die kam immer rein und sagte, hier wird mir zu viel gelacht, wer lacht, kann nicht arbeiten. So, also, aber wie gesagt, ist lange her. Da bin ich komplett anderer Meinung, auch bei allem, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn wir, schlecht gelaunt zur Arbeit gehen, ne, das geht Ihnen wahrscheinlich auch, oder meine Mitarbeiter sind schlecht drauf, das zieht mich dann vielleicht auch ein bisschen runter. Ne, wenn das Wetter dann noch schlecht ist, ne, dann hat man ein schlechtes Arbeitsklima. Ja, und alles, denke ich, ist viel, viel einfacher, wenn man offener ist, wenn man Spaß an der Sache hat. Ne? Na klar, wir müssen immer Rahmenbedingungen schaffen, wo wir seriös arbeiten natürlich, aber immer mit Spaß und Freude dabei. Ne? Sonst wird es auf Dauer zu anstrengend, auch für den Kopf zu anstrengend, und dann macht es allen keinen Spaß, und ich glaube, auch dann wird man nicht nachhaltig erfolgreich sein. Bei dir klang eben auch durch, Frank, du warst, hast dir die Entscheidung, auf die andere Seite zu gehen, nämlich Trainer zu werden, gar nicht so leicht gemacht, ne? Wie war es bei dir? Ja, ich war die ganze Zeit meines Lebens fußballerisch in Bielefeld sozialisiert, und im Vergleich zu Dirk habe ich auch nicht seriös Fußball gespielt, sondern es war überwiegend, Dirk war wesentlich erfolgreicher, das war überwiegend dritte Liga, ich habe eine Handvoll Zweitligaspiele. Bei mir war es so, dass ich immer sehr viel parallel gemacht habe. Ich habe Sport studiert, habe gespielt, dann habe ich, wie gesagt, als Sporttherapeut gearbeitet, habe gespielt. Und da waren wir noch in der dritten Liga, und dann war irgendwann, da hatten keinen Co-Trainer, und dann wurde irgendwann, sollte diese Stelle besetzt werden, und der Cheftrainer hat mich gefragt, da war ich 27, und dann habe ich das in der Winterpause gemacht, habe noch gespielt, habe auch noch gearbeitet nebenher, und dann sind wir aufgestiegen sofort in die zweite Liga. Da habe ich dann auch alles noch parallel gemacht, das wurde aber relativ viel. Und wir sind sofort im ersten Jahr aufgestiegen in die erste Liga. Und da stellte sich dann für mich die Frage, ob ich mit 28 jetzt nochmal alles auf Fußball setze. Jetzt war ich aber auch nicht so stark, dass ich die erste Bundesliga auseinandergenommen hätte. Und da habe ich dann für mich gesagt, nee, jetzt mit Spielen ist vorbei. Und mache ich nur noch Co-Trainer, habe noch ein paar Jahre gearbeitet. Nebenher, so im Sinne zweites Standbein, auch so als Psychokrücke. Und hab das dann auch irgendwann sein lassen, weil es einfach zu viel wurde. Wie meinst du das als Psychokrücke? Ja, im Fußball geht es ja sehr schnell. Ne? Also, dass es auch vorbei sein kann. Ja, genau, dass es auch vorbei sein kann. Als Sporttherapeut dann auch? Oder? Ja. Und ja. Was hast du da gemacht als Sporttherapeut? Wie arbeitet man da? Mit Sport therapiert. Nein, ich habe sehr viel im ambulanten Reha-Zentrum, sehr viel mit Rückenpatienten und mit Kniepatienten, Sprunggelenk nach Operationen, alles Mögliche. Dann das Aufbautraining wieder. Ja. Okay. Ich muss nur sagen, ich empfinde das als sehr großes Glück,
dass ich diesen Job ausüben darf. Dass ich wirklich das, was ich mir vorgestellt habe, auch verwirklichen konnte. Und das ist nicht selbstverständlich, glaube ich. Klar muss man auch ein bisschen was dafür tun, aber ich empfinde es, wie gesagt, als Glück und ich versuche das jeden Tag mit Leben zu füllen, weil nochmal, das ist für mich schon ein Traumjob, bei allem, worüber wir jetzt hier sprechen und mit sehr vielen Emotionen und da bin ich auch ein Stück weit stolz drüber, muss ich sagen, und ja, ich kann meinen Traum leben. Das ist schön. Das sollte man sich vielleicht ab und zu mit Spaß zur Arbeit geben oder es zumindest versuchen. Es geht vielleicht nicht immer, aber wir wollen es versuchen, auch jetzt noch ein bisschen Spaß zu bekommen mit euren Antworten beim Turbo Talk. Jetzt würde ich euch bitten, abwechselnd die Halbsätze, die ich vorgebe, einfach spontan zu beenden. Hier ist unser Turbo Talk. War kurz. Bremse, wir fangen mit dir an. Mein Lieblingsessen ist Nudeln. Fang, meine Lieblingsband. The Smiths. Wenn ich den lieben Gott treffen würde, dann? Dann würde ich ihm danken. Gar nicht leiden kann ich, Frank. Rote Beete. Rote Beete Leipzig, ja, alles klar. In meinem nächsten Leben? Möchte ich das jetzt wieder leben. Das letzte Mal Tränen gelacht habe ich. Die gebe ich an Bremse weiter. Ja. Das ist fürs Lachen zuständig. Kannst du dich erinnern? Samurai schwitzt nach innen. Ja. Ein Samurai schwitzt nach innen. Das ist der Kalenderspruch des Tages. Ja. Okay, wir machen Bremse weiter. Ich bin ein Guter. Also nicht ich, du. Mikro, was? Du bist ein guter Frank? Ich bin ja ein guter Zuhörer. Frank, ich bin ganz schlecht im Rechnen. Mein Lieblingsspieler früher war? Die Frage hätte ich. Gerd Müller. Okay, deiner. Allan Simonsen, tatsächlich, ohne zu schleimen. Du hast ein T-Shirt von ihm sogar gehabt, ne? Ich habe ein T-Shirt von ihm gehabt. Aus Dänemark geholt, weil wir in Dänemark auch immer im Urlaub waren. Und ich hatte so ein gelbes T-Shirt, da war hier vorne so ein Fotodruck drauf. Das war in den 70ern nicht Standard. Das war, ja. Und ein Trikot von Rainer Bonhoff auch, ne? Wenn ich recht informiert bin, hattest du. Nee, das war gelogen. Das war nicht gelogen. Ich war tatsächlich ein Gladbach-Fan und ich hatte auch ein Gladbach-Trikot. Mönchengladbach hat? Einen sehr guten Bundesligisten. Mönchengladbach ist? Eine Stadt mit einem sehr guten Bundesligisten. Mein Lebensmotto lautet: Freundlich durch den Tag. Ich bin stolz auf meine Kinder. Ich war noch nie in einem Fangfrage. Kloster. Wenn ich eine Sache rückgängig machen könnte, dann? Niederlage gegen Köln. Ja. Oh, guck mal, da gibt es den Applaus. Mein größtes Laster? Schokolade. Mein Lieblingsgetränk? Rotwein. Ich beende ein Gespräch, wenn? Jetzt. Wenn ich nicht mehr gefragt werde. Ich verlasse eine Party, wenn. Kein Alkohol mehr da ist. Kein Rotwein. Ich verlasse sie, solange ich sie noch verlassen kann, aufrecht, sagen wir mal so. Abschalten kann ich am besten bei Musik. Mein Lieblingsreporter. Knippi. Das war Schleim. Noch nie erzählt habe ich das. Schnelle Antworten, ne? Schnelle Antworten. Darüber kannst du nachdenken in unserer Werbepause. Wir sind gleich wieder da mit Kitchen Talk Nummer 2 und dann gibt's auch den Co-Trainer-Song. Bis gleich. Jetzt nur ein Spot.
Signal Iduna fragt Experten. Was ist eigentlich eine Versicherung? Wenn einer nicht kann oder krank ist. Wenn sie Ball spielen und dann den Ball irgendwie kaputt treten beim Schießen oder sowas. Zum Beispiel, wenn Haus abgebrannt ist und einer dafür gar nichts kann. Wenn einer einen ganz dollen Schaden gerichtet hat, aber das nicht bezahlen kann. Oder schüttelt aus Versehen Wasser rein. Dann ist das ganz schlimm. Mit Autos. Und jetzt sitzt da eine Flamme. Da muss aber er das nicht zahlen, sondern die halt. Signal Iduna. Willkommen zurück zu Teil 2 von Kitchen Talk Nummer 40. Und Teil 1 haben wir mit der Frage beendet, was Dirk Bremser noch nie erzählt hat. Was hast du noch nie erzählt? Habe ich mir immer noch keine Gedanken zu gemacht. Ich habe gedacht, jetzt kommt vielleicht irgendwas. Naja, welche Freistoßvariante wir uns fürs nächste Spiel ausgedacht haben. Mein peinlichstes Erlebnis habe ich noch nie erzählt. Was war das? Das, was er nie erzählt. Also, erzählt. Fang bitte kurz das Mikro noch nehmen. Ich würde nämlich tatsächlich gerne mit euch über Standardsituationen sprechen, beziehungsweise über Trainingsvorgehensweisen und den Vergleich zu anderen Sportarten, weil ich mich heute Mittag mit Yannick Westergaard über American Football unterhalten habe, da er sehr großer American Football-Fan ist. Und da werden Spielzüge einstudiert, Laufwege gibt es im Fußball auch. Aber habt ihr auch solche vorgefertigten Laufwegbücher, die die Spieler auswendig lernen müssen, bei Standardsituationen zum Beispiel? Gibt es sowas? Bei Standardsituationen sicherlich. Ja, da ist das schon klar bestimmt, wer was zu tun hat. Aber insgesamt denke ich natürlich, der Fußball nimmt auch eine Entwicklung. Das kann man jetzt nicht mit der Sportart vergleichen. Aber weil Fußball halt viel, viel dynamischer ist, da kommen immer wieder neue Spielsituationen. Im American Football doch dann schon ein bisschen mehr statisch. Trotzdem, auch in unserem Bereich, entwickelt sich ja auch alles weiter. Ne? Es wird individueller natürlich. Ne? Es geht mehr um den einzelnen Spieler dann auch. Wir haben Ernährungswissenschaftler, was die Ernährung insgesamt angeht. Wir trainieren sicherlich auch mal einzeln und in Gruppen. Ja? Aber trotzdem musst du das Große und Ganze immer wieder zusammenführen, weil es ist ein Mannschaftssport und wie gesagt, der ist sehr dynamisch. Deswegen, es wird immer eine weitere Entwicklung geben, dass man sich noch mehr mit den einzelnen Spielern beschäftigt. Aber trotzdem wird es nicht so weit gehen, dass du, wir haben auch natürlich Spielzüge, die wir immer wieder trainieren, ne, wo auch Laufwege vorgegeben werden, aber nochmal, das ist so dynamisch, es gibt immer wieder neue Spielsituationen, so extrem wird es dann doch nicht werden, dass wir ein Handbuch haben, wo dann 100 Spielzüge drin sind. Ja, aber trotzdem haben wir auch ein Handbuch, wo wir bestimmte Dinge auch mal festhalten, überhaupt keine Frage. Ja. Die Spieler dann auch sozusagen auswendig lernen müssen? Ja. Okay. Ja, ja. Im Umfang des großen Brockhaus. Und wenn wir dann rufen, Spielzug 187F, weiß jeder sofort, was gemacht wird. Also nein, okay, verstehe. Unter der Rubrik, was ich noch nie sagen wollte. Ja, aber ich stimme dir absolut zu. Ich glaube auch, dass sich das auch im Fußball immer mehr spezialisieren wird. Früher gab es keine, gab es früher überhaupt Co-Trainer? Ich glaube, früher gab es noch nicht mal Co-Trainer. Dann gab es Torwarttrainer, mittlerweile... Ja. Geht es, glaube ich, sogar Richtung Offense-Defense-Trainer, ja, Athletiktrainer? Ist ja so, wir haben ja auch hier in München-Gladbach, wir haben mit Oliver Neuville, ne, der ist sicherlich Co-Trainer in U19, aber natürlich geborener Stürmer, ne, da ist ja sicherlich klar, dass der die Offensivleute bei der U19 mal gesondert nimmt. Ne, das ist klar, das wird so sein, dass man natürlich auch, habe ich ja gerade gesagt, wir haben auch Gruppentraining, dann nimmt sicherlich auch mal einer die Offensivleute in Defensivleute. Und dazu natürlich auch in der Zukunft wird es auch Spezialisten bekommen. Da muss jeder Verein für sich die Frage beantworten, Kosten, Nutzen erstmal, das ist immer ein wirtschaftlicher Mehraufwand. Was bringt er mir letztendlich? Und wir haben schon sehr viele Trainer. Ne, wir haben jetzt mit Otto Addo auch einen Übergangstrainer, der sich noch vermehrt um die Talente kümmert, auch Einzelgespräche führt und so weiter. Und da muss man irgendwann gucken, beim American Football, dann gibt es ja zig Trainer, ne, was für einen Aufwand man letztendlich dann erzielt und was für einen Ertrag man daraus bekommt. Das muss dann jeder Verein für sich selber entscheiden, welche Philosophie der dann hat, aber letztendlich wird es schon ein bisschen individueller werden, das glaube ich auch. Unser Terminator hat während der Werbepause Publikumsfragen eingesammelt und jetzt bin ich gespannt, was das Publikum aus der Kulturküche von euch wissen möchte. Sehr viele Fragen. So, immer wahrscheinlich an beide. Findet ihr, dass der Videobeweis den Fußball gerechter macht? Frank.
Ja, finde ich. Es wird sehr viel darüber diskutiert, über den Videobeweis, über die Fehlentscheidungen des oder die Fehler, die bei dem Videobeweis auftauchen. Aber unterm Strich ist es so, dass wenn man die Fehlentscheidungen vorher anguckt und guckt, was jetzt noch an Fehlentscheidungen ist, sind einfach mehr Situationen entstanden, wo durch den Videobeweis, aus dem Satz komme ich nicht mehr raus. Also ich glaube, dass es gerechter geworden ist, weil mehr richtige Entscheidungen als falsche Entscheidungen getroffen wurden. Jetzt mein persönlicher Eindruck, ich habe das Gefühl, dass nach der Winterpause ein bisschen anders war, dass der sich, irgendwas muss passiert sein, ich höre den nicht mehr so oft. Ja, es wurde ja gesagt, dass nur noch bei klaren Fehlern der Videoschiedsrichter eingreifen soll und ich denke, das ist auch jetzt weiter umgesetzt worden. Ja. Dirk, du auch? Findest du auch das? Ja, sehe ich ähnlich. Ist ja kein Videobeweis, ist ein Videoassistent. Ja, das ist falsch rübergebracht worden und er soll assistieren, wenn gravierende Fehlentscheidungen getroffen werden. Wir sind jetzt schon ein paar Mal betroffen worden, da frage ich mich natürlich, was die in Köln dann machen. Ne, ob die gerade Kaffee trinken oder das ist natürlich dann immer, die Fragen stellen wir uns dann alle. Und, wieso sitzen die überhaupt in Köln? Ja, ist die nächste Frage. Aber sicherlich die gravierenden Sachen, da wird es vielleicht ein bisschen gerechter, aber da muss man natürlich abschließend noch entscheiden, wie letztendlich der Eingriff dann vonstatten geht. Weil in Köln ist dann auch jemand, der das mitentscheiden soll und letztendlich war es in der Rückrunde jetzt so, dass der Hauptschiedsrichter, der so pfeift, dann entweder gar kein Signal bekommen hat, weil es keine klare Fehlentscheidung war und er letztendlich dann doch entscheiden soll. Und das sollte eigentlich ein Hilfsmittel werden, wo er nochmal drauf guckt. Aber da frage ich mich dann auch bei einigen Situationen, was machen die da? Hätte man da als Fußball oder als Fußballbund nicht vielleicht sich auch Erfahrungen aus anderen Sportarten holen können? Meiner Meinung nach war das ein bisschen auf dem hohen Ross des Fußballs sitzen. Nee, wir kriegen das schon alleine hin. Ich glaube sehr wohl, dass die das gemacht haben, die entscheidenden Leute, dass die sich die Tipps auch geholt haben und sich das angeguckt haben. Und nochmal, es war ja diese Saison so vorgesehen, dass es ein Versuch sein sollte. Natürlich will man das dann in dem Moment nicht wahrhaben, wir besonders in der letzten Zeit, aber das muss man dann annehmen und man sollte den Leuten schon die Chance geben, das dann auf vernünftigen Bahnen dann zu bringen, letztendlich. Aber es ist diskussionswürdig auf jeden Fall. Trotzdem glaube ich auch, dass es letztendlich gerechter wird. Nächste Frage. Dirk, warum bist du ein Spezialist, was das Einstudieren von Standardsituationen angeht? Ist das so gekommen oder hast du dich darauf wirklich spezialisiert oder ist das nur eine Pressegeschichte? Nein, wir haben natürlich im Trainerstab auch eine Aufteilung von Aufgaben und Standardsituation ist ein Thema, da was ich mich irgendwann angenommen habe, weil es mich sehr interessiert hat, weil es da schon eine gewisse Statik ist und letztendlich auch der einfachste Weg, um Tor zu erzielen. Ja, weil man hat den Ball, logischerweise, und man wirklich kann entscheiden, was passiert. Und der Gegner muss auf dich reagieren in einer statischen Situation. Da kann man, denke ich, sehr viel rausholen und letztendlich die Wertigkeit von Standards ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Und wenn man jetzt die Bundesliga-Hinrunde sieht, dann sind 40% aller Tore nach Standards gefallen. Das ist ein exorbitant hoher Wert und da lohnt es sich natürlich schon, sich damit auch zu beschäftigen. Das habe ich jetzt seit Jahren gemacht, weil es mich auch wirklich interessiert hat, weil es dann letztendlich auch meine Aufgabe ist und das hat man immer versucht zu verfeinern. Allerdings, man überlegt sich immer wieder Dinge und ob die dann gelingen oder nicht. Das hängt dann auch ein bisschen von Glück ab und den jeweiligen Situationen, wie der Gegner halt auch verteidigt. Aber wie ich gerade gesagt habe, der exorbitant hohe Wert, da sieht man schon dran, dass das eine enorme Wichtigkeit hat. Nächste Frage, oh interessant. Wie gehen die Spieler mit der zurzeit negativen Stimmung in der Nordkurve um? Kriegen die das mit? Frage an beide. Ich meine, ihr kriegt es ja selber auch mit. Dirk, was sagst du dazu? Ja, das ist, ich hatte es gerade schon mal gesagt, was mich persönlich betraf, früher, Hauptsache Stadion voll und ist richtig was los. Und natürlich gerade in den Heimspielen. Und nochmal, es ist außergewöhnlich, für mich nicht selbstverständlich. Das war ein Grund, als ich letztes Jahr hingekommen bin, unglaublich, wie viele Gladbach-Fans es in Deutschland und in Europa gibt, das wusste ich. Aber wie viele uns auch auswärts begleiten, das ist nicht selbstverständlich. Und da muss ich sagen, Hut ab. Ja, da freuen wir uns und auch auswärts
registriert das die Mannschaft nicht nur, sondern sie lebt auch davon. Ja? Und das ist, kommt bei der Mannschaft super an, wenn viele Fans auswärts sind. Zu Hause ist natürlich unser Stadion. Ja? Und dann wollen wir natürlich auch unsere Fans auf unserer Seite haben. Wir versuchen natürlich so zu spielen, dass wir das, die Stimmung auf die Ränge bringen, aber auch umgekehrt soll es so sein. Wenn natürlich dann die Nordkurve irgendwo, ja, ich will nicht sagen zerstritten ist, aber dann machen sie mal keine Stimmung und das merkt natürlich die Mannschaft schon extrem. Und man hat auch, glaube ich, im Laufe der Saison an den Reaktionen auch der Spieler beim Jubeln gemerkt, dass sie gerne hätten, dass das ganze Stadion hinter ihnen steht, was auch sicherlich so sein wird. Aber letztendlich hängt es auch von unserer Leistung ab, gar keine Frage. Aber ja, jetzt am vergangenen Wochenende muss man dazu sagen, jetzt wo wir das aufzeichnen, das war gerade das Spiel gegen RB Leipzig, da hat es halt den 19 Minuten Nicht-Anfeuerungsprotest von einigen aus der aktiven Fanszene gegeben und im Nachhinein hat man sich auch an die eigene Nase gefasst und hat gesagt, naja, hätten wir vielleicht einiges besser machen können und ich glaube, dass da durch jetzt so ein Prozess in Gang gekommen ist, der hoffentlich am Ende dazu führt, dass dann die Fanszene, dass die Nordkurve, dass alle wieder merken, dass das nur gemeinsam geht und die Mannschaft dann auch die gesamte Zeit über angefeuert wird und dass, wenn man protestiert, das vielleicht in Zukunft anders macht, vielleicht kreativer macht und nicht so macht, dass man die Mannschaft selbst nicht unterstützt. Da hat das Fanprojekt auch dazu aufgerufen und diesen Aufruf können wir jetzt gerne mal weitergeben. Einfach an fp-mg.de einfach hinschicken. Habt ihr eine Art von kreativen Protest, wenn Leipzig zum Beispiel nochmal bei uns spielt, wie man das anders machen könnte? Geht mal auf die Fanprojektseite und dann sind die sehr, sehr offen für den Protest. Da war man sich einig, dass das vielleicht nicht so ganz optimal war. Aber deine Frage war ja, ob das die Spieler mitbekommen. Die kriegen das sehr wohl mit und natürlich wäre super, alle unterstützen unsere Borussia. Das ist ja auch immer so gewesen. Ja, und das war immer, wenn ich hier als Gasttrainer war, das war für mich immer sensationell. Ne, volles Stadion und richtig überragende Stimmung. Und das ist auch so. Und nochmal, auch jeder Fan hat das Recht, auch unzufrieden zu sein. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Ne, wenn wir auch solche Leistungen bringen wie in Freiburg, ne, dass ein Fan dann auch gerade hier auswärts dahin gefahren ist, da war ich schon überrascht. Ja, dass wir waren danach in der Kurve, dass die Fans noch so vernünftig mit uns, da wäre ich richtig sauer gewesen, weil da haben wir richtig schlecht gespielt. Aber wir hatten jetzt Spiele in diesem Jahr hier zu Hause, wo gerade gegen den HSV, wo wir immer versuchen, wieder viele junge Spieler auch einzubauen und die kriegen das natürlich auf dem Platz mit und das ist dann natürlich letztendlich nicht zuträglich. Trotzdem hat jeder Fan das Recht, natürlich auch mal seine Unzufriedenheit zu äußern. Ich hoffe, es wird in der Zukunft nicht so häufig vorkommen, weil wir halt sehr gut spielen. Was ich dazu noch sagen, ich bin jetzt ja auch schon ein paar Jahre hier, seit 2009 und wenn ich an so Sachen wie unser Spiel in Rom denke, ja, wo auf der spanischen Treppe da, die auch im Internet die Videos kursieren, das ist immer Gänsehaut pur und jetzt mal ab von der RB Leipzig-Geschichte, was mich auch so ein bisschen anpackt vielleicht wo ich mich auch mit beschäftige so ein bisschen, ist da als dieses Theater mit Max auch so ein bisschen war, der seine Meinung da gesagt hat, also wir stehen ja schon irgendwo dafür, eine bestimmte Art Fußball zu spielen. Und wenn wir als Beispiel einen Rückpass zum Torwart spielen, dann hat das auch oft einen Grund. Manchmal kann man sagen, okay, das kannst du anders lösen, aber oft hat es auch einen Grund, einfach weil wir den Ball behalten wollen. Weil wenn nicht, ich habe eine Situation, da habe ich jetzt entweder die Möglichkeit, ich schlage ihn lang nach vorne und rammel irgendwie um den zweiten Ball, was auch eine Lösung ist, was auch nicht verkehrt ist, oder ich versuche selber in Ballbesitz zu bleiben, den Gegner vielleicht wieder ein bisschen weiter rauszuziehen, spielt zurück auf den Torwart, der verlagert auf die andere Seite. Und ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, aber da war dann so eine Situation, wo zurück zum Torwart gespielt wird, das wird gepfiffen, der Ball wird auf die andere Seite verlagert, wir kombinieren uns gut durch und haben eine riesen Torchance. Ja, und das fände ich halt schön für die Jungs, wenn das dann auch anerkannt wird, weil, so wie Dirk es gerade gesagt hat, das sind dann oft auch 18-, 19-, 20-Jährige und die überlegen sich beim nächsten Mal, da war auch so eine Situation danach, da hat er sich überlegt, nee, ich spiele jetzt nicht zum Torwart, oder ich spiele nicht zurück, sondern ich haue ihn einfach lang nach vorne und der Ball war weg. Und das wollen wir eigentlich nicht. Ja? Und da beeinflusst das in dem Moment auch ganz konkret unser Spiel. Da hat er schon Angst vor den Pfiffen gehabt, wenn er jetzt doch Angst vor den Pfiffen, das ist ja auch so, da wird sich keiner sagen, ich habe Angst vor den Pfiffen, aber man kommt dann in so eine Dynamik rein im Spiel, man wird dann auch so getrieben, ja, was ja dann auch manchmal auch gut ist, wenn man positiv nach vorne getrieben wird, aber manchmal, wenn man in so eine Verunsicherung reinkommt, auch nochmal, da hat Dirk recht, da hat jeder das Recht zu, aber das ist unser Blickwinkel einfach, aus dem wir das sehen. Okay. Bevor ich die nächste Frage stelle, die geht mehr ins bisschen ins Private, eine Frage:
auf Dienstreisen, Auswärtsspielen oder Trainingslager, habt ihr Einzelzimmer oder habt ihr ein gemeinsames Zimmer oder? Doppelbetten, sechs Stück. Nein, weil hier, hier fragt vielleicht. Wir haben so sechs Doppelbetten. Also, Trainer. Ist wahrscheinlich ein Insider, der fragt nämlich, wer schnarcht lauter? Das geht ja nur, wenn ihr zusammen euch ein Zimmer teilt, oder? Nee, das hört man auch durch Wände. Also nach meiner Information war der lauteste Schnarcher bis jetzt Ruhl Brauers. Den hatten wir auch hier, das hat er, glaube ich, schon gesagt. Oder so, ne? Ja, der bekam auch immer ein Einzelzimmer. Hat er clever gemacht. Ne? Aber da gibt es wirklich auch viele Geschichten, ne? Ist klar. Also die Spieler, das ist auch je nach Verein halt. Ne? Wir haben halt auch viele Doppelzimmer, wo die Spieler zusammen sind, was ich auch als normal empfinde. Aber da hast du natürlich auch unterschiedliche Religionen teilweise. Ne? Da waren Spieler, die in der Nacht gebetet haben, ja, aufgrund ihrer Religion. Ne? Und das ist natürlich dann vielleicht ein bisschen störend in dem Moment. Natürlich wird das akzeptiert, aber dann versucht man diesem Spieler dann schon auch ein Einzelzimmer zu geben, als Beispiel. Aber ihr Trainer habt Einzelzimmer? Wir haben Einzelzimmer, ja. Ich meine, wir hatten es, glaube ich, oder man liest es bei uns nicht, aber habt ihr es schon mal erlebt, dass zum Beispiel aufgrund Religion oder anderen Unterschieden, dass es da Spannungen innerhalb der Mannschaft gab? Wenn du zum Beispiel einen Türken, einen Griechen vielleicht in ein Zimmer packst, dann nehmt ihr da auf sowas Rücksicht? Oder, also da erzähle ich, sage ich immer ganz gerne zu, nochmal, ich war immer in Bielefeld, am relativ kleinen Raum, aber ich habe dann auf der anderen Seite die Welt irgendwo zu mir geholt durch den Fußball, was auch immer sehr, sehr spannend und interessant für mich war, dass wirklich Spieler aus allen Nationen gekommen sind und aus allen Glaubensrichtungen, aus den verschiedensten afrikanischen Ländern, aus Südamerika, aus Australien, aus Südkorea, mit Spielern aus Iran, aus Israel. Und da kann ich wirklich sagen, dass es für mich gibt es im Fußball keinen Rassismus. Gibt es im Fußball, geht es nur da, also in der Mannschaft, es geht nur darum, es ist hart, es werden auch, es ist ein hartes Geschäft, auch in der Mannschaft, aber es geht nur darum, ob du gut bist oder nicht. Und da ist es egal, ob du rot, grün, weiß oder schwarz bist, es ist egal, was du glaubst, es ist egal, woran du glaubst, wenn du der Mannschaft hilfst, dass du am Wochenende gewinnst, dass auf der Ebene ist ein ganz großer Respekt für mich da, in einem Team oder in nicht nur der Mannschaft, sondern in dem Innenleben eines Vereins. Ist das dann mediengemacht, das Thema? Glaubst du, nein, ich sage ja nicht, dass es im Fußball, das ist ein weitergefasster Begriff. Mit dem Fußball ist ja ein gesellschaftliches Event, wo Zehntausende von Leuten zusammenkommen und wo natürlich der Fußball so einen großen Stellenwert hat in der Gesellschaft, dass er auch instrumentalisiert wird für alles Mögliche, für irgendwelche Glaubenssachen, für Politik, für alles Mögliche. Was ich meine, ist in der Mannschaft. Also dass Rassismus, Umgang mit Homosexualität, mit Rechtsradikalen, dass das im Gesamtkontext Fußball eine Rolle spielt, ist ja keine Frage. Aber in der Mannschaft gibt es für mich, habe ich nicht erlebt, dass es solche Probleme gibt, ganz minimale Einschränkungen nach meinem persönlichen Empfinden damals im Balkankrieg, in den 90ern, war das, ja? Anfang der 90er, da gab es vielleicht mal so ein paar kleine Spannungen, aber nichts, was jetzt irgendwie öffentlich ausgetragen wurde. Und sonst habe ich persönlich, obwohl ich schon sehr lange dabei bin, sowas nie erlebt. Bleiben wir direkt bei dir, auch zu Spannungen. Frage an Frank, wie kommst du als Ostwestfale mit der rheinischen Mentalität zurecht und verstehst du unseren Humor hier? Oder, nee, versteht man deinen Humor hier? So. Ja, genau, so rum ist besser. Ja, es dürfte nicht überraschen, dass ich kein Karnevalsjack bin. Das ist nicht so meins. Also ich sage es immer mal so, man wird hier... in einer oder anderen Lokalität, wenn man reinkommt, wird man so begrüßt, dass es bei uns zu Hause ein verbindlicher Heiratsantrag ist. Sehr schön. Bist du Karnevalsjektor? Auch nicht. Auch nein. Nicht. Wart ihr denn schon mal verkleidet zu Karneval oder habt, also jetzt nicht als Kind, sondern als Erwachsener? Seid ihr gezwungen worden und als was? Schon lange her. Ich bin ja gebürtiger Bochumer und da war ich schon mal Karneval. Herbert Grönemeyer. Nee. Nee, verkleidet als Herbert Grönemeyer. Nee, als was bist du gegangen? Als Bäcker, glaube ich. Als Bäcker? Und du, Frank? Oh, so. Nein, ich war noch nie verkleidet. Nein, also Kind schon, aber danach nicht. Danach nicht mehr, okay. Interessante Frage, was passiert, wenn drei Trainer unterschiedlicher Meinung über die Taktik sind oder unterschiedliche Meinungen haben? Sehr einfach, dann entscheidet immer Dieter.
Ich meine, ja, das ist ja klar. Nein, dafür seid ihr auch nie Gesprächsthema. Ich fahre ja alle 14 Tage im Shuttle und dann heißt es immer, der Heckegard falsch aufgestellt. Eure Namen fallen nie. Ich meine, das ist ein Vorteil beim Co-Trainer da sein, oder? Verdient auch mehr. Das ist ein Nachteil beim Co-Trainer da sein, oder? Auch eine kritische Frage. Wird falsch trainiert, wenn viele Spieler wegen Muskelproblemen ausfallen? Auch wir haben jetzt seit dieser Saison einen neuen, wie nennt man das, Muskelverletzungskoordinator, der sowas... Na, wenn Andreas Schlumberger das verhindern könnte, hat Max Ebert schon mal gesagt auf einer Pressekonferenz, dann wäre der wahrscheinlich nicht zu bezahlen, denke ich mal. Aber ist es falsch trainiert oder ist es einfach das Spiel, weil es schneller geworden ist, ich meine, diese Muskelverletzungen? Ja, als Trainer würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, falsch trainiert. Nein, wenn man viele Verletzungen hat, gibt es Kritik und der Kritik muss man sich stellen. Und es gibt sicherlich Verletzungen, und da sage ich jetzt mal ganz allgemein, und ich bleibe auch im Allgemeinen, es gibt Verletzungen, die können daraus resultieren, dass ich falsch trainiere. Und es gibt Verletzungen, die schwerer zu beeinflussen sind. Es gibt eine gewisse Vorgeschichte immer eines Spielers, es gibt eine gewisse körperliche Konstitution, es gibt vielleicht das, was ein Spieler drumherum macht. Es gibt auch manchmal Sachen, die man nicht erkennt, es gibt Sachen, die man falsch macht. Also ich denke, es ist tatsächlich so, dass man jede Situation einzeln beurteilen muss. Und in dem Moment, wo man sagt, oder wo man bei der Analyse daraus stößt und sagt, ja, da ist ein Fehler passiert. Da haben wir zusammen irgendeinen Fehler gemacht. Dann muss man das intern auch klar ansprechen und dementsprechend handeln. Sowas ganz allgemein gesprochen, sowas kommt vor und es gibt auch Verletzungen, die sind schwer zu beeinflussen. Aber das versucht man ja genau, hast du gerade lustigerweise so angesprochen, ne? Da versucht man sich natürlich auch weiterzuentwickeln. Ja, und wir sitzen immer zusammen und reden über jeden Spieler und ich habe gerade gesagt, das wird individueller. Und diese Verletzung, die Frank gerade angesprochen hat, das ist so. Ja, und da hinterfragen wir natürlich uns und wie wir auch damit umgehen und natürlich auch die Verletzungshistorie eines Spielers. Da kommen viele, viele Faktoren zusammen, um die Verletzungswahrscheinlichkeit natürlich zu minimieren. Ja, und natürlich auch dann die Trainingsbelastung zu steuern, überhaupt keine Frage. Aber da gibt es natürlich auch gibt's Unfälle, Unglücke. Ich meine, Oscar Wendt hat jetzt auch eine Muskelverletzung, die ist aber dadurch entstanden, dass jetzt ein Zusammenprall und die Stollen sich oberhalb des Knies in reingebohrt haben. Es musste genäht werden und dabei mit durch den Stollen ist der Muskel beschädigt worden. Ja, und das ist eine Muskelverletzung, ja gut, die ist durch einen Unfall passiert. Die hat nichts mit irgendeinem mit Trainingssteuerung oder sonst irgendwas zu tun. Das ist einfach ein Unfall. Okay. Und so muss man alle Verletzungen unterschiedlich auch bewerten. Also, wir haben weniger als 8 Minuten. Hast du noch Programm? Ich hätte nämlich Fragen noch für 20 Minuten. Okay, dann machen wir die Fragerunde gleich noch als minimale Verlängerung. Jetzt würde ich als Abschlussfrage noch eine. Welche Platzierung wünscht ihr euch am Ende? Ich meine, realistisch? Oder erhofft ihr euch wahrscheinlich? Ja, also wir würden gerne nach Europa. Wir würden gerne nach Europa. Und das wäre klasse, wenn das funktioniert. Eventuell reicht ja sogar Platz 7 für die Qualifikation, je nachdem, wer den DFB-Pokal holt. Jetzt würde ich gleich mit euch gerne den Fußballübersetzer spielen. Und dafür brauche ich jemanden aus dem Publikum, einen Freiwilligen, eine Freiwillige. Wer möchte, bitte. Kleinen Applaus für die Dame, die sofort aufgezeigt hat. So, wir sind hier unter uns, unter Brussen, da darf man du sagen, wie heißt du? Ich bin Knippi, Tag. Silvana, bitte, nimm Platz. Hallo. Vor euch liegen Buzzer, bitte einmal draufhauen, um zu gucken, ob ja auch funktionieren. Silvana, wir teilen uns ein Mikro. So, deiner funktioniert auch. Und zwar werde ich euch jetzt Begriffe nennen und ihr sollt die übersetzen in einen Begriff aus dem Fußball. Also ich gebe jetzt mal ein einfaches Beispiel. Wenn ich sagen würde, Übungsleiter Kreditinstitut, dann wäre die Übersetzung Trainerbank. Trainer Sparkasse. Übungsleiter Kreditinstitut. Also, wir fangen einfach an. Wer die Antwort weiß oder glaubt zu wissen, haut auf den Buzzer und antwortet. Der Timinator zählt. Wer am Ende die meisten richtig hat, der hat gewonnen. Ruhm und Ehre. Also, wir fangen an. Sperlingsvogel.
Schwalbe? Bremse? Mikro? Schwalbe? Schwalbe ist richtig. Erster Punkt für Dirk Bremser. Schwalbe. 12. Frank hat zuerst gebuzzert. Nimm das Mikro und sag uns. Ich kriege einen abgezogen, weiß nicht was. 12 Zuschauer. Nein. 12 Fans, 12. Mann. Nein, nee. Obwohl, muss der Terminator entscheiden. Zählt das? Was wäre denn die richtige Antwort gewesen? Bremse hatte auch noch einen. Doppel-6. Wäre es eigentlich gewesen? Zuschauer. Okay, Zuschauer. Gut, also 1-1-0. Silvana, leg los, weiter. Britische 7 Tage. Englische Woche. Ist richtig. 2. Punkt für Dirk Bremser. Südfruchtvorlage. Bananenflanke. Richtig. 2-2-0. 1100 Zentimeter Geballer. Elfmeter? Elfmeter? Tor? Elfmeter und dann Geballer? Schieße. Elfmeterschießen ist richtig. Ja, zählt. Oh, jetzt wird's schwierig. Lebenssaft, Beinspreizung. Blutgrätsche. Richtig, Blutgrätsche, komplett richtig. Da kennen die Bielefelder Drittligisten sich aus. Ja. Trippelhalsschmuck. Trippelhalsschmuck. Frank? Dreierkette. Richtig, 4-2-1. 2 haben wir noch. Saccharose, Ausweisdokument. Zuckerpass. Zuckerpass ist richtig. Und damit Frank Geideck, uneilhobar, das habe ich nachgehalten, hat gewonnen. Silvana, danke dir aber trotzdem fürs Mitmachen. Hast du noch eine Frage an Frank und Dirk oder bist du glücklich? Ich bin glücklich. Bist glücklich, wunderbar. Silvana, Applaus für dich, das ist er. Und jetzt sind wir warst du besoffen, als du dir die Fragen ausgedacht hast? Ich meine, und jetzt sind wir fast durch, aber vorher müsst ihr gar nichts mehr sagen, sondern einfach nur hier, rot ist nein, grün ist ja, unsere Rubrik ja oder nein. Glück kann man erzwingen. Ja und nein. Talent schlägt Fleiß. Beide nein. Im Fußball gleicht sich alles aus. Nein. Ich würde auch gerne mal die Arbeit anderer öffentlich beurteilen. Nein. Und nein. Aha, hätte ich jetzt was anderes gedacht. Früher war mein Beruf einfacher. Nein. Wer gewinnt, hat recht. Ja. Ich benutze ab und zu noch einige Übungen, die schon zu Beginn meiner Karriere Trainingsinhalt waren. Als Fußballtrainer hat man das Aus immer schon vor Augen. Jein, im Fußball gibt es Freundschaften. Beide definitiv ja. Kommen wir mal auf einige... Du hast gerade so ein bisschen so jein, du hast sofort gesagt, ja, als Fußballtrainer hat man das Aus immer schon vor Augen. Die durchschnittliche Verweildauer eines Fußballtrainers aktuell ist 2,1 Jahre. Ist das schwierig, wenn man so einen Job dann hat? Oder ist das dann einfach so und man ist sich dessen bewusst? Oder ist das ab und zu schwierig, dass man das eben schon vor Augen hat, Frank? Du hast ja gesagt. Ja, es ist so, man ist sich dessen bewusst und das ist schwierig. Also ich finde schon, aber auch da gilt das, was ich vorhin schon mal zu den Spielern gesagt habe, man wird da rein sozialisiert. Wir haben ja beide gespielt und es ist so, dass man als Spieler immer 1-2-Jahres-Verträge zumindest früher meistens hatte. Man hat als Trainer kurze Verträge und wir haben ja selber erlebt und sehen auch in anderen Beispielen, wie schnell es manchmal in beide Richtungen gehen kann. Und deswegen ist das immer eine Sache, mit der man umgehen muss. Man muss damit umgehen. Und die, die es können, setzen sich dann besser durch als andere, die dann vielleicht daran scheitern. Oder und ist auch eine Form von Druck, klar. Die letzten 90 Sekunden, welche Übung war schon zu Beginn eurer Karriere drin? In den Trainingsinhalten? Da habt ihr beide gesagt, ja. Laufen.
Auch andere? Passformen, alles Mögliche. Liegestütze. Ja, Liegestütze. Ja. Gut, macht man wird heute noch gemacht? Macht man heute in anderer Form, aber die sind auch noch dabei. Ja. In welcher? Wieso in anderer Form? Ja, Stabilisation und so weiter. Ne? Dann macht man natürlich sicherlich auch Liegestütze. Der Medizinball, der ist auch immer noch mal mit dabei, ne? Aber in anderen Formen als früher. Gibt natürlich auch Trainer, die ihn noch nach vor früher nutzen. Aber da gibt es viele Dinge, die, was früher gut war, muss heute nicht schlecht sein. Und der Beruf war früher nicht einfacher, habt ihr gesagt. Heute ist einfacher oder hat sich nichts verändert? Es ist anders. Es ist anders, mit früher nicht mehr zu vergleichen. Das hatten wir schon früher, hatten wir vorhin schon mal kurz als Thema. Früher, wir beide wahrscheinlich als Co-Trainer allein, hast du alles gemacht. Hast du so viele Bereiche abgedeckt, wo es heute für Spezialisten gibt. Das ist anders, aber es war nicht einfacher, für mich nicht einfacher oder schwerer. Die letzten 90 Sekunden sind vorüber. Das bedeutet, Kitchen Talk Nummer 40 ist ebenfalls vorüber. Es gibt noch eine kleine Zugabe, aber nur im Internet. Einfach mal auf dem Kulturküchen-YouTube-Kanal gucken. Da gibt es nämlich noch so ein paar Fragen aus dem Publikum, beantwortet von Frank Heideck und Dirk Bremser, die heute meine Gäste waren, hier in der Kulturküche im Kitchen Talk. Dankeschön an ein wundervolles Publikum, an den Timinator, an die gesamte Kur der Kulturküche. Dankeschön an Frank Heideck und Dirk Bremser. Tschüss, bis zum nächsten Mal.